Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen... Was? Das ist es? Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Let's Survive-Folge in Dead by Daylight. Ich bin euer Raki, wir spielen den Alan Wake, denn ich habe... Alter. Ich habe eine... Challenge-Aufgabe, ja, ich habe eine Challenge-Aufgabe, nämlich muss ich, muss blenden. Ich muss den Killer blenden als Alan Wake zweimal, damit ich... Oh! Aua, scheiße! Warum? Scheiße! Ah gut, der ist oben. Okay, alles klar. Ich hab die abgelenkt. Okay, ich war's nicht. Oh ja, danke schön. Von Illusion werde ich geheilt. Genau, ich muss zweimal blenden. Nee, ich muss zweimal, nicht Blödsinn. Ich muss nicht zweimal blenden. Ich muss dem Killer zweimal den Statuseffekt eingeschränkt verpassen. Während ich Meister des Lichts verwende. Ein Perk von Alan Wake, was ich mitnehmen muss. Ich glaube, ich wusste nicht mehr ganz genau, ob ich noch, ob ich schon das Achievement des geschickten Alan Wake habe. Alter. So. Einfach mal gemacht. Und ja, genau, das Perk, Meister des Lichts, beinhaltet, wenn ich den Killer blende, leidet der Killer für 6 Sekunden unter dem Statuseffekt eingeschränkt. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, gerade während der Jagd. Könnte vielleicht vom Vorteil sein. Also ich glaube, so schlecht... Oh, ich glaube, so schlecht ist der Perk gar nicht. Ist das Perk gar nicht, Alter. Wie so ein richtiger Berliner, ist ja schlimm. Er hat auf jeden Fall... Scheiße. Hä, wieso sehe ich den Typen? Ach so, wegen dem Perk. Das ist gut. Da oben ist Verwanzen drinne. Von jemandem. Okay, er geht wieder zurück. Nun, geht keiner retten oder was? Nö. Ah, doch, jetzt. Wir machen da mal gerade Dusma. Ja, wir befinden uns gerade auch im Segenbereich des anderen Totems, des anderen Perks von Alan Wake. Fragt mich nicht, wie das gerade heißt. Ich blende es aber jetzt ein. In diesem Bereich sehe ich, oder sieht jeder, der sich in diesem Bereich aufhält, ja, sieht Truhen und Generatoren. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist eigentlich cool. So kann man sich auch einen kleinen Überblick verschaffen und während das Totem aktiviert ist, solange das Totem aktiviert ist, oh, da ist Sackgasse scheinbar. Ja, ist Sackgasse, alles klar, ich höre es. Den würdest du dann fertig machen. Wow, hier sind schon Generatoren echt weit ab. Jedenfalls, solange wie das Totem steht, segne und zerstöre ich Totems 10% schneller. Ich glaube, ich muss da mal einen Versuch starten in einer nächsten, indem ich noch Gegengewalt von Jill Valentine mitnehme.
Weil damit zerstöre ich ja 20% oder auch nochmal 10% schneller. Das weiß ich nämlich jetzt nicht mehr so ganz genau. Scheiße mit dem Rücken hier. Einfach mal kurz anfassen, hä? Oh, vielleicht auch nicht. Verpiss dich. Wir machen mal einfach W-Shift. Oh, der kam mir so hinterher. Ja, das ist natürlich doof. Oh. Okay, war gutes Mindgame. Ich war doof. Ich war ein bisschen zu bisschen zu ängstlich. Ich wollte es wissen an der Palette. Okay, er hat noch Skirtschuk. Sind das zwei Generatoren an? Gut, das war dann Skirtschuk. Da ganz hinten ist einer. Okay. Er geht genau in die Richtung. Er geht genau in die Richtung von dem Generator. Der wird also nicht durchgehen. Eieieiei. Der Down war unnötig. Der Down war einfach unnötig. Das ist richtig, die heilen sich jetzt erstmal. Oh, sie hat Sprintboost. Disable, hat aber nicht viel genutzt. Alter, wie lange heilen die denn? Das Problem ist halt, der hat noch zwei Skirtschucks. Ich weiß gar nicht mehr, was das dritte Perk macht vom Alan Wake. Das aktiviert sich auf jeden Fall, wenn ich verletzt bin. Ach so, ja genau. Wenn ich repariere oder heile, tauchen häufiger Skillchecks auf an verschiedenen Orten des Bildschirms auch. Und... Oh Mann, ey. Scheiße, ja, hier bin ich jetzt tot. Oh. Oh Mann, ey, ich bin hier. Oh Gott, Alter, ist das schlecht. Oh Gott, bin ich schlecht, ey. Das ist so schlecht gerade von mir. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh shit, ey. Oh, oh Gott. Ja, es ist noch früh am Tag. Es ist noch früh am Tag. Ich bin echt früh aufgestanden. Und ja, ich merke, ich bin noch echt... Ich merke, ich bin noch echt verpeilt. Leute. Könnt ihr... Ich bräuchte mal... Ada! Kommt die Fang oder ist Sable wieder? Die Sable kommt nochmal. Und jetzt kommt die Ada auch. Okay, er macht weiter. Das ist aber schlecht. Das ist aber jetzt schlecht. Bitte. Heilt mich zu zweit. Danke. Ja, komm jetzt. Alter. Alter. Okay, was hat sie gezeigt? Danke. Alter, verdammt. Ich bin gerade ein bisschen blöd, weil ich nicht helfe zu reparieren. Ja, brauche ich. Schaffe ich nicht mehr. Oh, immer weg. So, ich muss mich ein bisschen bedeckt halten jetzt. Was sucht er?
Wo ist er? Ich hab zwar Terrorradius des Todes. Okay, er wurde... Okay, dort hinten wurde weggejagt. Die Sau sucht mich, oder was? Okay, pass auf. Wenn der die Fang hat, hat er noch einen Skirtschuck. Der kann uns noch echt gefährlich werden. Ja, nun komm. 30 Sekunden sind doch schon längst. Oh Mann! Er jagt nicht mehr. Boah. Alles klar, tschüss. Der wartet, bis sein Dings aufgeladen ist. Okay, alles klar, gut, das war's dann. Ah, Nault, Alter. Ja gut, okay, komm. Ist halt Nault, ne? Geht raus. Mein Gott, der Typ könnte doch Nault haben. Blutwächter. Ach, scheiße, Junge. Das war, also ich war echt schlecht in der Runde. Ich hatte keinerlei Zugriff. Und er war ein bisschen, aggro. Naja, egal. Ich würde sagen, das versuchen wir doch jetzt nochmal. Also es wird doch wohl möglich sein, zweimal den Killer zu blenden. Also, naja, so. Unlustiges Tunneln. Naja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Ja, hallo, und da bin ich auch schon wieder in der nächsten Runde. Ja, ich habe jetzt zwei Versuche gebraucht. Just walk forward. Ja, klar. Kein Totem zum Segnen. Ein Wesker. Boah, Schwein gehabt. Wir gehen ins Haus rein. Er mindgamet sich noch. Das ist gut. Gehen wir ins Haus rein. Das mögen die meisten Killer nämlich nicht. Oh! Aua! Sehr schön, einmal geblendet. Wir müssen ein bisschen weg. Ja, ich koste ihn zu viel Zeit. Okay. Ja gut, unsere erste Blendung haben wir hingekriegt. Das ist schon mal gut. Und hier ist ein Totem, auch sehr gut. Kann man direkt mal segnen. Sehr gut, helfen wir mal direkt. Ach ja, stimmt, jetzt ist ja mein Perk aktiv. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Dankeschön. Bevor Skirtschuk uns hier den ersten Gen versaut. Falls er Skirtschuk hat.
Ah, ich glaube, er hat es gehört schon. Dankeschön. Gut. Das hätten wir dann auch. Einfach mal segnen. Damit er weiß, dass hier noch einer ist. Oh, die muss ich langsam heilen, die Alte. So. Der ist jetzt schon am Kotzen. So. Der Weite ist da. Ist hier noch eine Palette? Ist hier noch eine Palette? Natürlich ist. Scheiße. Aber wichtig ist, dass er mich nicht infiziert hat. Dwight, Alter, was soll denn das? Sammelt der Eifer der Menschen? Ich glaube, der sammelt Eifer der Menschen. Ah, scheiße, da oben war keine Palette mehr. Die haben schon alles geschmissen in dem Haus. Die Penner. Macht jetzt erstmal mein Totem aus. Gut. Die anderen reparieren schön. Dwight, wäre aber cool, wenn du denn hier rüberkommen würdest. Das wäre schon echt nice. Oh je, da hinten ist die Sable, das ist nicht gut. Laurie kriegt einen Gen durch, das ist auch sehr gut. Oh, wir schaffen das, sehr schön. Nice. Sehr, sehr gut, sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Machen wir mal ihn auch fertig. So. Wo ist denn der Typ? Ist hier drinne? Na gut, da kann ich nicht. Wie er hochguckt. Aber trägt sehr weit. Er geht nicht auf mich. Er wird auf Laurie gehen. Er wird instant auf Laurie gehen. Nicht. Dwight repariert weiter. Das ist sehr gut. Dwight ist richtig gut. Dwight ist richtig gut. So, jetzt geh schnell dich heilen. Also desinfizieren. Oh, das ist der Keller. Okay. Er hat einen Skillcheck platzen lassen, der Idiot.
gehe mal rüber. Ganz zart, er wird den Jen getreten haben. Ja, war klar. Ich muss zur Lowry. Na gut. Der Jen ist in der Mache. Wir müssen den jetzt durchziehen. Oh, Adrenalin-Play, Alter. Da ist ein Ausgang. Und da ist ein Ausgang. Okay, alles klar. So. Ich würde mal jetzt gerne testen. Ach guck mal, wie schön schnell das geht. Einfach mal nochmal eins gesegnet. Aber ich muss halt noch blenden, ne? Du mach doch die Scheiße auf, ey. Ja, der hatte auch Adrenalin. Wo ist denn der Dwight? Okay, warte. Ja, natürlich, Alter, ey. Weißt du, kein normaler Mensch. Boah. Da habe ich mir aber gerade in die Hosen geschissen. Okay, er lässt mich. Boah, Alter. Das war krass. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht. Nee, Alter, Bro. Tschüss. Alter, ich wollte blenden, aber ich hab's nicht mehr geschafft. Oh, Sable hat ihn noch gerettet. Komm ich noch raus? Alter. Ja, Mensch, da sind wir rausgekommen, aber wir haben ihn trotzdem bloß einmal geblendet. So eine Kacke. So ein Mist. Naja, egal. Alter. GG. Ja, der Nick fand's bestimmt nicht so geil. Naja. Ich würde sagen, das war doch
Ja. Ich würde sagen, war doch ganz lustig, war doch ganz erfolgreich, war noch spannend. Wir haben leider unsere zweite Blendung nicht hingekriegt. Aber wie dem auch sei, wir haben es einigermaßen gut hingekriegt. Aber vielleicht löst sich die Challenge in Zukunft nochmal. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss.